Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend mit, wollte ich schon sagen, Medieval Dynasty. Nein, mit Foundation. Ne? Gleiskit ist wieder da, Wochenende ist da, alles da, was man braucht. Und Kaffee. Apropos Kaffee. So. Bevor wir hier starten, ne, eine Lebensweisheit, die ich euch gerne mit auf den Weg gebe. Geht niemals an einem Black Friday in die Stadt zum Einkaufen. Macht es nicht. Ne? Sollte ich also heute ein bisschen niedergeschlagen klingen, ne? Ich mache die Aufnahme jetzt hier am Freitagabend, ich bin tot. Das war mir schon wieder zu viel Social Input. Ne? Da ich ja nicht so mit Menschen kann, ne? Und ja, ist das für mich immer sehr anstrengend. Und ich habe nicht dran gedacht. Ich bin einfach losgegangen, habe mir gedacht, hier komm, ne, wird schon nicht so schlimm werden. Es war schlimm. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich heute Samstag und das bedeutet, dass wir uns dem Jeffrey-Report widmen. Ne, und damit fangen wir jetzt gleich mal an. Foundation Folge 037. Keine besonderen Vorkommnisse, keine gelb-rote Karte zu vergeben. Puh, da habe ich aber Glück gehabt. Hast mal wieder schön gebaut, bin gespannt, was in der nächsten gleich folgenden Folge noch alles passiert. Foundation Folge 038. Jeha, Party on Wayne. Moment, Gleiskit, ich muss schnell die Musik leiser drehen und die Leute beruhigen, die das Finden des Schalters zum Abstellen der Grünen. Ich komme ins Gebäude, Bauhilfefläche, alle mitfeiern. Ganz breiter Grinser. Aber im Nachhinein hättest ihn lieber nicht gefunden. Jetzt muss ich das ganze Konfetti wieder auffegen. So ein Mist. Ja, ne? Blindes Huhn. Auch mal am Korn nippen. Ne? Wir kennen's. So, hättest du nicht einfach einen 45-Grad-Winkelblock von den modularen Blöcken hinten an die eine Ecke hinsetzen müssen? So hätte man eigentlich doch keine offenen Kanten, weil man die Viererblöcke drehen muss. Und der normale Viererblock würde dann doch weiter die ganz normale Mauer bilden. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler, der auf das lange Nichtspielen zurückreicht? Hätte ich, glaube ich, machen können. Aber wie man mich kennt, ich mag es gern kompliziert. Ne? Und da ich ja diese Burg dann in so einem schrägen Winkel eigentlich weiterführen möchte, war es eigentlich wurscht, ob ich jetzt um die Ecke Block nehme oder ob ich diese Konstruktion da hinten baue, sodass ich da recht flexibel im Anbau bin. Also so war meine Denke. Und wenn ich dann schon mal anfange hier mit den ganzen Dingern, irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich komm, mach einfach weiter. Ne? Mach einfach weiter. Ja, so spiele ich ja das ganze Spiel. Ne? Mach einfach weiter. Denk nicht nach, mach einfach. Und das funktioniert ganz gut. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Doch, hoffe, du weißt, wie ich es meine. Sonst müssen wir das nächste Mal telefonieren und eine Live-Schaltung machen, um uns dann gemeinsam die Haare zu raufen. Oh Gott, das wäre ja noch schlimmer. Ne? Für solche Problemecken bräuchte die Stonegate-Mod noch neben den normalen Blöcken auch welche, die diagonal auf 45 Grad geschnitten sind. Oder du setzt wie früher ganz einfach einen Turm auf die Ecke und lässt dann wieder ganz einfach die viereckigen Blöcke wie etwas in den Turm reinragen, um an der anderen Seite die Mauer weiterlaufen zu lassen. Ja, so ist ja eben eigentlich immer so der Ursprungsplan. Ne? Turm dran, glücklich sein, ne? Aber klappt halt nicht immer. So, das war schon wieder. Ich danke dir für zwei schöne Wochenendfolgen, wünsche dir und allen hier auf dieser Welle ein richtig schönes Wochenende und einen schönen Adventstart am Sonntag. Lieber Gruß, euer Jeff. Ja, den Gruß gebe ich gerne zurück. Na, und hoffe, du hast auch noch eine relativ stressfreie Vorweihnachtszeit. Ich weiß momentan nicht, wo mir der Kopf steht. In der Arbeit ist ziemlich viel vom Tisch zu kriegen vorm Urlaub. Na, und in der Stadt ist der Wahnsinn los. Also was soll ich sagen? Da freut man sich dann abends, wenn man ganz gemütlich mit einer Tasse Kaffee bei Foundation sitzt. So, und jetzt, Ladies and Gentlemen, wir hatten ja in der letzten Folge ein kleines Experiment gestartet, weil mir irgendwie aufgefallen ist, dass auf einmal das nicht mehr schrumpft. Na? Und jetzt schaut euch mal das an. Es schrumpft nicht.
Es schrumpft nicht. Ich bin begeistert. Es hat nichts geschrumpft. Da, guck. Richtige Größe. Ich bin begeistert. Aber man soll natürlich den Ball flach halten, weil ich denke mal, dass es mit einer ganz gewissen Aktion, die ich aber noch nicht rausgefunden habe, und es war nicht der berittene Kurier, dass irgendwie dann alles geschrumpft wird und dann resettet sich das aber wieder und dann könnte man normal wieder weiterbauen. Das ist natürlich dann Glücksspiel. Aber lieber habe ich ein Glücksspiel in der Art und Weise, als dass wir nur noch geschrumpfte kleine Tischchen und Bänkchen hätten. So, das war der offizielle Teil. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, damit wir hier noch ein bisschen Umsatz generieren. Weizen, wie viel haben wir denn? 250 und wir haben 344. Ja, komm. Die Dorfältesten sollen mal richtig schön in den Weizen beißen. So. Erzählung, Münzenüberschuss, das ist mir klar. Wir haben mittlerweile 58.500 Talerchen in unseren Schatzkammern. Und das wird ja noch immer mehr werden. So, also, wo war ich stehen geblieben? Da fehlt was. Ach, ist noch nicht fertig gebaut. Ah, okay. Ach so, dann machen wir gleich mal die Zeit hier ein bisschen höher. Bam, bam. Dass die Jungs mal wieder hier ein bisschen ranklotzen können. Was ich jetzt mal gucken wollte, war, ob wir hier nicht auch ein Treppengeländer irgendwie hinkriegen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da muss ich mal anders klicken. Das würde mich interessieren. Und zwar die hier. Ob wir das da irgendwie rangebacken bekommen. Schauen wir mal. Muss ich ja erstmal finden, Wir hätten aber, glaube ich, auch noch... Ne, das waren die Dächer. Wir hätten, glaube ich, auch noch die ganz normalen Holztreppen, die wir auch hätten nehmen können. Da geht's ja dann, aber das wäre wieder so ein riesen Gefrickel geworden. Das ist auch nicht. Auch nicht. Da. Da sind wir. Da sind wir. Aber das wird, glaube ich, aller Wahrscheinlichkeit nicht klappen, Ich sehe gerade überhaupt nicht, wie das gehört. Ah, doch. Warte mal. Das hier muss ich so drehen. Das ist natürlich die Frage. Kriegen wir das? Ich glaube, das schaut doof aus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das schaut doof aus. Vor allem ist es nicht gerade. So. Na, komm her. So. Machen wir hier snappt das. Aber da soll es ja nicht snappen. Ja, nee, das klappt nicht. Weil wenn ich das jetzt hier so hinmache, hätte man sich schenken können. So, ich will mal... was ist mit den Dingern? War klar, die sind wieder zu hoch und die kann ich nicht runterziehen. Weil du kannst bei der Stonegate-Mod ja hochziehen, aber nicht runterziehen. Was ist mit dir? Du bist zu hoch, Ja. Nee, wäre so schön gewesen. Aber nein. Meine Nase ist heute ein bisschen zu. Also sollte ich nasal klingen, dann ist das keine Absicht. So. Das ist so doof, Kriegst du das nicht hin. Wir kriegen das da nicht hin. Warte mal. Ich will mal was anderes probieren. Wenn ich den jetzt hier wegnehme. Zack. So. Und sag dann bauen. Und dann gehe ich her. Rutscht der mir da so tief rein, dass ich... So wäre das doch dann. So. Muss ich das jetzt... Ach, den kann ich nicht ziehen, Oh. Und du willst nicht,
oder? Rutschst du da jetzt darunter? Nein, natürlich nicht. Nein. Wie komme ich auch auf das schmale Brett, dass du da reinrutscht? Was ist mit dir? Auch nicht, ne? Nee. Nee, das Einzige, was gehen würde, wäre das. Aber ich kann es ja nicht hochdrödeln, ne? Das ist... warte mal, wenn ich das hier halb und halb anhefte, wie schaut denn das aus? Das ist doch... Okay. Kriegen wir das da dann davor? Das ist irgendwie so... Wow, jetzt habe ich es geklickt. Ist es. Komm her. Komm. Da. So. Kriege ich nicht. Ich habe da nicht so eine... Das ist echt doof. Das ist echt ein bisschen doof. Aber wir hatten doch noch diese großen Platten. Kann man die nicht irgendwie... Ansonsten machen wir Steintreppen, dann ist gut. Die da meine ich. Wir hatten noch die da. Ah ja, die snappen rum. Okay, wenn ich das Snappen ausmache. Ah, dann würde das so ausschauen. Ja. Könnte gehen, schaut aber hier raus. Snappen die aneinander, wenn man die jetzt hier so... nee. Oh. Muss ich die alle mit der Hand setzen, ey. Ich will jetzt nur mal gucken, wie das ausschaut. Das könnte dann ja einigermaßen noch gut ausschauen. Kann man mit den Dingern eigentlich irgendwas anfangen? Also sprich, dass man da irgendwas noch draufsetzt. So was zum Beispiel. Ah, nee. Warte, tack. Nehmen wir mal die anderen. Die sind wahrscheinlich wieder... Warte mal, oh. Das ginge. Das ginge und dann kann man die ja so hochziehen, wie man es braucht. So, und dann ein bisschen so vielleicht. Das ginge. Dann haben wir jetzt die Treppe aber irgendwie ein bisschen blöd, ne? Die snappt wieder so. Doof. Warum hat der die Snap-Punkte in die Mitte reingeballert? Weiß man nicht, ne? So. Wenn wir das so machen. So ging's. Und dann können wir doch hier dann... Das wird wieder ein Spaß. Warum tue ich mir sowas eigentlich an? Hm? Kann mir das mal einer verraten, warum ich mir das immer antue? Warum snippst du jetzt da nicht? Du könntest doch jetzt hier wunderbar nebendran snappen, aber nein, du snappst wieder in der Mitte rum, ne? Alter. Ich meine, nun, snippst. Und nicht in der Mitte. Why? Why did you do this? Es ist unfassbar. Hm.
da in der Mitte? Oder warte mal. Nee. Nee. Jetzt. Und dann muss ich das wieder händisch hochziehen. Okay. Mein Gott. Snappt jetzt aber auch nicht direkt nebeneinander, ne? Haben wir irgendwie eine Lücke drin. Ist jetzt doof, aber ist halt so, ne? So. Das ginge. Das ginge. Das ginge. Aha. Ich will ja gar nicht mal so viele nebeneinander machen. Bin jetzt richtig? Ja, nee. Ich bin nicht richtig. Nur nichts richtig sein. Es ist wie immer ein Geduldsspiel mit diesem Spiel. MB präsentiert. Graue Haare Spiel. Vielen Dank, der Gong. So. Okay. Weil da können wir jetzt dann hier so ein lustiges Dächlein draufsetzen. Muss mal gucken, welches wir dann nehmen. Ich würde schon sagen, relativ flach. So. Zack. 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 Und zack. Ja, dann haben wir das einigermaßen so. Das hatte jetzt aber nichts, was man da vorne dran stöpseln kann, ne? Das ist eigentlich doof. Oder warte mal. Tun wir mal die Dinger weg. Ich bilde mir da gerade was ein. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Ne? Warte mal. Ja, jetzt komm jetzt. So, das ist so über ein Eck. Das hier. Das passt. Kannst du jetzt mal da drauf snappen? Wieso snappst jetzt du nicht da drauf? Hier, sowas bräuchte ich. Aber die sind zu steil. Die sind viel zu steil. Haben wir die auch noch in kleiner? Hier. Das könnte eventuell klappen. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, Kinders. Obwohl, das kriege ich kaschiert. Das kriege ich kaschiert. Ja, das kriegen wir kaschiert. Na komm. Na, wo ist los? Komisch. Das ist nervenaufreibend. Nervenaufreibend. So. Na also, um die Gleise so. So und so. Das ist fein. Noch feiner. Oh ja, wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Komm her. So. Und der Lümmel kommt dann da dran. Zack. Und dann können wir das noch lümmelig verkleiden. Ne, andersrum. So rum. So. Ah, schade. Ich hätte jetzt ganz gerne hier noch... Haben wir da überhaupt was? Oh, wir haben da gar nichts. Wir haben da gar nichts. Ja, aber offen lassen möchte ich es jetzt, glaube ich, auch nicht, oder? Weiß nicht. Schaut, glaube ich, so besser aus. Da
Das schaut, glaube ich, schöner aus. Nimm mal so. Mach mal so. Ist auch noch ein bisschen reiner. So. Kruzifix. So, da hätten wir das. Weil oben möchte ich nämlich eigentlich ganz gerne dann doch. Kriegt man das? Ist ein bisschen zu niedrig, ne? Das ist ein bisschen zu niedrig. Zu niedrig, zu niedrig. Mich stört das Gebälk. Ne, das ist ein Tacken zu weit unten. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das auch noch hier ein bisschen hinfriemeln können. Das ist wieder zu hoch. Ne? Das ist jetzt wieder ein Touch zu hoch. Oder? Das ist wieder zu niedrig. Und ich kann es nicht hochziehen. Das ist... Ach ja. Ne, das ist wieder vollkommener Blödsinn. Aber dann würde ich es wirklich so machen wollen, dass wir es in der Höhe haben. Das macht, glaube ich, Sinn. Glaube ich. Glauben heißt nicht wissen. Da, 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 da. Wir machen jetzt hier sowieso auf der linken Seite jetzt gerade den Prototypen, na, wo ich rumexperimentiere und drüben, das mache ich dann ohne euch. Na, das müsst ihr euch dann nicht antun. So, dann haben wir hier einen schönen Laufgang. Und den lassen wir mal bis dahin gehen erstmal. Entschuldigung. So, dann brauchen wir jetzt eher was Flaches. Sowas hier. Das macht Sinn. Das snappst nicht hier drauf. Doch. Das dachte ich schon gerade. Okay, das scheint zu passen. Dann machen wir es mal hier voll. So. Da können wir noch drüber wegschauen, oder? So, ich lasse das jetzt dann mal bauen. Erstmal mal hier das Loch noch zu. So. Jetzt sehe ich es nicht. Da. Das war jetzt, glaube ich, nichts. So. So, dann können wir das nämlich so machen. Und das kommt dann weg. Und auch du kommst weg. So, und dann habe ich eigentlich nur noch hier die Treppe-Ding-Geländer dran zu dödeln. Wenn es hinhaut. Wo sind wir denn zu Hause? Hier, ne? Sind wir dann einmal hier. Und einmal hier. So. Jawohl. Und wenn jetzt da noch die Brüstung hinpasst, ne? Warte mal, muss ich drehen? Das war so klar. Ach, Spiel, das war so klar. Ja. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Da müssen wir es halt händisch machen. Sind kein Ding. So, dann würden wir das mal bauen und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. No, hätte ich gesagt. So. Das können wir wegmachen, können wir auch wegmachen. Sind wir auf 3? Ja, wir sind auf 3. So ist jetzt mal der grobe Plan. Wird jetzt bestimmt noch ein klein wenig dauern.
So, und hier hatte ich ja irgendwie was vergessen wegzumachen, ne? Und hier bräuchten wir eigentlich irgendeinen Abschluss, ne? Eieieiei. Genauso wie hier. Eieieiei. Lass mal gucken. Lass mal gleich mal gucken. So. Dann die grünen Lichter aus. Dann schauen wir mal, dass wir was Passendes finden. Wir haben doch hier Abschlussdinger. Das ist zu groß. Okay. Du warst zu groß. Ja. Ach ja, das habe ich ja deswegen nicht gemacht. Da, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, warum ich das nicht gemacht habe. Da müssen wir jetzt einen so nehmen und dann müssen wir einen so drehen. Und dann hier so hin und dann passt das. Dann haben wir hier unseren Abschluss. So, und hier oben kann ich das einfach so abschließen. Machst du das? Bist du so nett? Nein, 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 meine ich. Okay. Dann rutschen wir mal hier komplett durch. Da. Abreißen. Bauen. Und dann können wir hier. Na, wo sind wir denn zu Hause? Hallo? Hier. Du müsstest doch jetzt. Nee, warte mal, da brauchen wir was anderes. Da brauchen wir was anderes, da brauchen wir die hier. Und zwar den da. Und der kommt hier oben. Uff, druff. Jetzt passt's. Jetzt passt das. Ja. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir hier so einen Übergang zum Haus hätten, ne? Das wäre noch besser. Warte mal, habe ich hier überhaupt irgendwas so in der Richtung? Das da, ne? So. Und das dann hier so hin. Und dann eigentlich hier eins rüber. Das wird jetzt nicht so snappen, ne? Snappt er. Ist auch noch die doof. Das snappt auch nicht. Irgendwas ist immer, ne? So wäre dann der Übergang. So, dann reißen wir mal das Ding hier weg. Das da abreißen. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was dann noch. Das kann dann ja auch weg. Das würde ich mal lassen wollen. Das Ding und die zwei müssen dann weg. Na? Ist ja nicht so, dass wir hier nichts verbaut haben, ne? Warte mal, bist du nicht? Bist du nicht? Nee, bist du nicht? Nee. Warte mal.
sehe doch wieder nichts. Man sieht halt jetzt nicht so genau. Da. Da ist es. So, jetzt hat es aufgehört zu flimmern. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir nur das einzige Problem, was hier damit ist. Kriegen wir aber auch noch schön hin. Sehe ich jetzt kein Problem. Irgendwas wird mir da schon einfallen. Falsch. Denke mir. So, jetzt. Es nimmt mich da rein und flimmert. Da flimmert es auch. Warum flimmert es da? Ach, weil das Teil hier, das snappt hier in der Mitte. Warum snappst du in der Mitte? Wieso snappst du in der Mitte? Nee, das snappt sich da in die Mitte rein. Ah, das ist wieder doof. Ist da was? Da muss ich wieder was anders machen. Das gefällt mir so nicht. Okay. Probieren wir es mal anders. Probieren wir es mal anders. Wir suchen uns hier mal so einen kleinen Small Tower. Nee, sowas nicht. Du wirst zu groß sein, ne? Du bist zu groß, mein Freund. Du bist zu klein, mein Freund. Was haben wir da? Du bist zu mächtig und prächtig. Da, da haben wir doch schon was. Da haben wir doch schon mal was, was so einigermaßen in die Richtung gehen könnte. Wir setzen uns einfach mal das hier so hin. So mittig reingedrödelt. So. Und dann ziehen wir uns das mal hier ein bisschen höher. Oh, na komm. Da, lass mal gucken. Lass mal Lucky machen. Nee, nee, komm. Wir bauen wieder selber was. Ist, glaube ich, vernünftiger. Nehme ich was Eckiges oder was Rundes? Ich würde sagen, was Eckiges passt da jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Das hier so reindrüdelt und dann hochzieht. Hallo? So vielleicht? So? Ja, geht doch. Komm her. Komm her. So? Noch eins. Komm, noch eins. Nee, lieber. Nee. Nee, machen wir so. Das machen wir so. So ist okay. Jetzt brauche ich bloß ein Dach. Da brauche ich jetzt bloß ein Dach, was dazu passt. Lass mal gucken. Nö, guck mal. Nö, freilich. Schaut doch gut aus. Das nehmen wir. Da machen wir nie lang rum. Dann nehmen wir. So. Okay. Weil ich muss immer im Hinterkopf ein bisschen behalten, dass wir natürlich noch den Burgfried machen müssen und der Burgfried natürlich alles überstrahlt, also dementsprechend hoch werden muss. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal hier eine Tür und jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwie passt. Oder wie bei unserem Glück nicht. Drehen wir es uns mal richtig. Ah, ich sehe nichts. Ah. Da blitzt doch jetzt gerade was auf, oder? Oder ist wieder mal Wunschvater des Gedanken? Ich glaube, da ist mal wieder Wunsch. Ne, müssen wir wieder händisch machen. Da will nix. Da will nix.
Hau wenigstens ein paar Fenster dran. Ja, jetzt ist nur die Frage, welche nehmen wir da? Ich würde vorschlagen, wir nehmen dieselben wie da drüben, ne? Dann hat es vielleicht... Oh, so weit oben? Ja, komm, warum nicht, ne? Warum nicht? So, hier hätten wir auch noch, aber die gefallen mir irgendwie nicht so. 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 Ja, einigermaßen die gleiche Höhe, oder? Und hier können wir, glaube ich, auch noch eins hin dröseln. Komm. Komm schon. So. Die Kamera lässt sich sehr schlecht steuern, wenn du irgendein Teil in der Hand hast. Das ist mir schon mal aufgefallen. So. Dann hauen wir hier noch ein bisschen was rein. Da warst du doch schon. Da. Hier würde ich sagen, dann nichts mehr. Und kriege ich da noch was hin? Da kriegen wir doch noch eine schöne Reihe hin. Wenn das Spiel uns lässt. So. Zack. Zack. Und zack. So. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Gut, was haben wir noch? Wir können natürlich da oben noch die Dinger dahin pflanzen. Das geht. So. Machen wir das hier. Ja. Machen wir hier. Und dann machen wir das noch. Also. Hallo. So. Dann machen wir das noch. Das schaut irgendwie komisch aus, oder? Ja. Schaut komisch aus, weil es komisch ist. Weil es wieder nicht so snappt. Komm her. Snapp richtig. Hallo, Schmiel. Das verstehe ich manchmal nicht, warum das dann da nicht so snappt, wie es snappen soll. Könntest du jetzt mal bitte? Der Wahnsinn mit dem Fenster, ey. Weißt du was? Da hast du Pech gehabt. Nehmen wir mal ein anderes. Auch nicht. Ist dir egal, ne? Ey, wieso snappt das nicht? Richtig. Ich krieg da den Snap-Punkt nicht hin. Kannst du knicken? Manchmal, ne? Manchmal. Sag mal, willst du mir jetzt veräppeln? Warte mal. Drehen wir es uns mal richtig? Vielleicht hat es ja damit hat es was zu tun. Okay. Ja, gut. Man lernt nie aus, ne? So, die kriegen jetzt aber mal einen Schornstein da oben hin spendiert. Hallo? So. Okay, das passt. Schade, dass man hier nichts dran machen kann. Das ist echt traurig. So, und dann hier noch so eine schöne Eisenspitze da oben drauf. Und dann haben wir die Ecke doch ganz gut gerettet. Hätte ich gesagt. Bauen wir. Lass es uns bauen, so dass wir uns trauen. Oh Gott. Schlechter Singsang. Das ist schon hoch, ne? Das ist schon... Auf der anderen Seite, why not? Auf der
anderen Seite so gesehen, warum nicht? Was ich mal ganz kurz gucken will. Aber die snappen dann wieder nur in der Mitte. Wenn dieses Mitte-Gesnappe nicht wäre, ne, dann könnte man da echt tolle Sachen machen. Aber es snappt halt nur mittig. Das ist blöd, das ist blöd. Aber es gefällt mir irgendwie. Auf der einen Seite gefällt es mir, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen zu hoch. Aber es ist trotzdem irgendwie stimmig zu dem, was unten dran ist. Eigentlich mit der Treppe, was ich da gemacht habe, oder haben wir da so wieder so einen Pfosten? Ne, das passt eigentlich ganz gut. Das haut hin. Das haut hin. Das kann man so lassen. Das geht in Ordnung. Hätte ich gesagt. So als Prototyp. So, und dann haben wir ja noch hier das Gedöns. Dass wir ja da noch ein bisschen was hinmachen müssen. Und da könnten wir eigentlich rein theoretisch, könnten wir doch da schön was hinbauen. Da haben wir ja die Large-Dinger. Die Large-Schatten. Mir gefällt es mit diesen, dass das Holz so ein bisschen übersteht. Das finde ich gar nicht mal so doof. Jetzt snappt es wieder nur. Das ist doch wieder typisch. Typisch. Aber wenn es jetzt wieder nicht doch ist auf einer Ebene. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn man es dann so hochzieht. Und so hochzieht. Oh, die sind jetzt versetzt. Warum sind die jetzt versetzt? Weil wenn wir nicht in der Mitte snappen, dann versetzen wir uns einfach. Weil wir es können. Super. Da passt's. Da kriege ich es nicht ran, oder was? Alter. Weißt du was? Weißt du was? Das machen wir jetzt anders. Wir tricksen jetzt mal wieder das Programm aus. Können wir ja so gut. So. Dann schnappe ich mir dich und dann snappst du nämlich da genau so, wie ich das gerne hätte. So. Dann ziehen wir dich hier schön hoch. Einmal bis da. Und du kommst hier hin. Klappt das wieder hier vorne nicht, ne? Alter. Nerv mich nie. So. So. Dann klappt das hier wieder nicht. Ach, schön. Jetzt haut es hin. Geht es noch ein Stück runter? So ist mir auch recht. Das ist okay.
Jawohl, doch. Doch, 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 doch. So, haben wir hier Roof Extensions. Das ist schon mal nicht schlecht. Das nehmen wir. Hier ist eine Seite offen. Aber ich muss das Ganze drehen. Aber ich will es ja eigentlich auf beiden Seiten offen haben, ne? Machen wir es so. So. Einmal. Zweimal. Das passt. Dann haben wir noch die Extensions dran. Andersrum natürlich, oder aber wir machen das hier. Und du bist eine Gerade, ne? Ach, das. Oh, warte mal. Ey, warte mal. Geht das? Wenn ich hier einen dran klöppel und nehme das hier noch. Nee, gut. Du gehst nicht. Ist okay. Ist okay. So. Und dann. Machen wir das dran. Machen wir andersrum. So rum. Dann müsste es eigentlich. Jetzt. So. Und hier machen wir das dann so rum. Oder? Nee. Jawollo. Jawöllchen. Aha. Doch, das gefällt. Jetzt will ich noch mal ganz kurz was probieren. Ich habe schon wieder eine verrückte Idee. Und zwar, wenn ich mir das nehme, dann snappt das natürlich. Jetzt snappt er. Machen wir jetzt, snappt das so. Und dann kriege ich doch dich daran. Aber es ist nicht genau in der Mitte. Okay. Okay. So, hier ist in der Mitte. Ungefähr hier. Und wenn ich das jetzt hier. Weil wir können ja da oben kein Zwischendach reinsetzen, ne? Jetzt muss ich bloß mal drauf achten, wie das ausschaut mit dem. Oh nein. So. Wie das ausschaut mit dem. Da. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hatten wir hier nicht so ein. Ist das nach vier Seiten offen? Ja, ne? Wie das da oben drauf sitzt. Ah ja, muss ja natürlich hier mal wieder einschalten. Komm, 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 go, go. So, dann hätten wir das da drauf. Und wenn ich das jetzt packe, ohne einrasten, und schieb das hier so hin. Ja, noch ein bisschen weiter rüber. Warte mal. So. So. Dann steht das da oben drauf. Klappt. Das klappt. Das klappt. Ich bin gerade selber happy, ey. So, und dann halt. Und dann machen wir das natürlich dann hier wieder. Diesen hier. So. Und. So. Und. So. Und. Na? So. Jawohl. Wow. Ich werde hier noch der volle Trickser. Aber es ist ganz. Ist noch nicht
ist nicht so wirklich in der Mitte, ne? Kann ich das packen, ohne das... Nein. Nein! Ja, ich weiß, Spiel. Alter! Nein, geh weg. Das will ich. Komm, jetzt schnapp doch wieder hin. Ich möchte nicht nochmal die ganze Arbeit machen. Hallo. Ach, jetzt schnapp doch da oben einmal. Wo ist denn jetzt der richtige Punkt? Das schnappt jetzt oben drauf, ne? Ja, gut. Dann müssen wir es halt so lassen. Schade. Aber okay. Kann ich mitleben. Oder kann ich damit leben? Nein, ich kann nicht damit leben. Ich kann damit nicht leben. So, also. Hauen wir das mal erstmal dahin. Dann muss ich erstmal gucken, dass wir das Teil finden. Da ist es. So, dann machen wir das T wieder aus. Und dann machen wir es doch mal anders. Dann setzen wir uns das mal erstmal hier so hin. So. Ungefähr. Dann das oben drauf. Sollten wir vielleicht mal Tee einschalten? Ach, Mann. Komm jetzt. Komm jetzt her. Da war's. Da war's doch irgendwo. Komm. Du triffst die Punkte aber auch nicht so gut. Komm jetzt. Oh, das ist echt ein Geduldsspiel hier. Ja, da war's doch. Da war's doch. Jetzt. Eieieiei. So. Dann kann ich das jetzt hier so reinschieben, das passt, oder? Hörst du auf? Alter, ich krieg die Krise. Ach, einrasten ist ein, okay. Hörst du auf, da rumzuspringen? So, jetzt. Und jetzt noch ein bisschen nach links, so. Ein bisschen rein, bis es uns kaum mehr sieht. So. Jetzt. Eine. Das könnte sogar noch einen Tacken weiter reingekonnt. Aber komm. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Das tue ich mir jetzt echt nicht an. Mein Gott, ey. Ja, aber gut, ne? Ist ein Hingucker. So. Dann noch schöne Fensterchen dran. Hm, da können wir ja nicht die nehmen, oder? So. Hallo? Jetzt sag nicht das... Oh. So. Das ist schon mal gut. Da machen wir normale hin. Da machen wir auch nochmal hin. Dann können wir hier doch nochmal ein bisschen hinmachen. So. Und so. Das passt. Okay, was machen wir da oben hin? Machen wir die Runden snappen wieder so doof, ne? Oder gar nicht. Alles geht. Das geht. So, und dann hätte ich gesagt, hier machen wir solche hin. Hallo? So. Und dann einmal drehen. So und so. Passt. Du kommst wieder da oben dran.
Oder? Wieso sagt er jetzt zu weit? Oder machen wir da... Das schaut, glaube ich, nicht gut aus, oder? Hallo? Okay, du willst nicht. Okay, du willst nicht. Vielleicht so? Warum? Okay, eine Dachschräge will das. Okay, da passt. Ach, die passen in der Mitte? Krass. Krasser Scheiß. Tatsache. Ha. Wunderbar. Dann kannst du weg, du kannst weg. Und dann machen wir das hier auch auf der Seite. Zack. Dann drehen. Zack. Und zack. Mhm. Bloß oben will es nicht. Gut. Jetzt nicht so schlimm. Obwohl, warum will es oben nicht? Nee, wir nehmen die Dinger. Wir nehmen da die Dinger. Und dann ist gut. Dann ist es gut. Mhm. Jo. So machen wir das. So, und dann kriegt das ganze Ding hier natürlich noch einen Schornstein. Einen hier. Und einen da. So. Dann passt das. Dann passt das. Dann passt jetzt nichts in die Mitte, ne? Hier. Eins. Zwei. Drei. Hier. Da geht es jetzt natürlich nicht mehr. Nee. Okay. Da machen wir dann bloß zwei. Und hier wird es natürlich dann doof ausschauen. Okay. Dann hätte ich jetzt mal gesagt, dann machen wir das weg. Und dann kommen hier noch. Na. Auf jeden Fall in die Mitte eins. Hier vorne kriegen wir es nicht hin, ne? Hat das jetzt vorne gesnappt? Nee. Aber die snappen ja wieder dann so. Nee. Hä? So geht's auch. So geht's auch. Kann man lassen. Kann man lassen. Hier schaut es, glaube ich, ein bisschen blöd aus, oder? Ja, da kriegt er wieder diesen Bimmel da unten dran. Und den wollen wir nicht. Okay, die Fenster hier, die schenke ich mir. Erstmal. Weil ich ja noch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber das schaut, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Okay. Sehr, sehr schön, es wird. Oh, guck mal. Den können wir jetzt hier irgendwie noch so wegmachen. Den hier. Schauen, wo er sitzt. Na, wo ist er? Na, wo bist du? Da. Und dann bestimmt da. So, und jetzt haben wir hier wieder ein Geflimmer. Aber das muss ich noch ein bisschen anders kaschieren.
Aber das machen wir in der nächsten Folge dann. Dass wir die Ecke hier noch ein bisschen beruhigt bekommen. Oh ja. So wird das doch. Dann muss ich noch Türen setzen. Und dann ist eigentlich schon gut. Tut. Hier wird gebaut. Das ist fein. Jupp. Ja, das kommt gut. Das kommt auch gar nicht so schlecht, Kinders. Ja, du musst halt echt ein bisschen rumexperimentieren, ne? Rumtesten und rumgucken und rummachen. Aber dann wird das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn man mal so ein bisschen über die Tischkante hinausdenkt, kann man da ganz schön viel tricksen. Ist halt immer eine Frage dann, ob es flimmert oder nicht. Na? Zu viel Geflimmer ist ja auch nichts. Zu viel Geflimmer ist nicht. So, warte mal noch, bis das fertig ist. Ich brauche einen gescheiten Screenshot. Brauche ich. Na? Machen wir halt ein bisschen länger. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja Wochenende. Das ist ja Wochenende. Dann machen wir hier noch so ein schönes Torhaus mit zwei kleinen Türmen links und rechts. Dass wir hier noch so einen imposanten Eingang wieder hinbekommen. Und dann geht es eigentlich schon mit dem anderen Teil der Burg los, ne? Ach ja. Vielleicht mache ich es auch so, dass wir erst den vorderen Teil komplett fertig machen. Mit Dekoration und allem Pipapo. Ne? Mit einem schönen Marktplatz. Das ist, glaube ich, gescheiter. Ach ja, bevor ich es vergesse, von der guten Brigitte kam irgendwie der Hinweis von wegen Skischatten nur in Türmen und nicht an der Mauer. Und auch diese Überdachungen waren eigentlich nicht so. Ne? Kommt drauf an, es gab Burgen, die solche Überdachungen mit Schiefer dann hatten. Ne? Und auch die Nürnberger Stadtmauer hat eigentlich eine Überdachung. Auch in Rot findest du bei einer Stadtmauer auch eine Überdachung in Rothenburg. Und ich baue sowieso nicht historisch korrekt. Ne? Weil dazu bin ich einfach zu sehr in diesem Fantasy-Spiel. Ne? Da müssen wir nicht alles so ernst nehmen, finde ich. Also meine Meinung. Ne? Natürlich kann man historische Anleihen nehmen, aber ich würde das nicht wollen, so wirklich. Ne? Da lasse ich meine Fantasie lieber freien Lauf. Jo, so viel dazu. Und vielleicht, mein Gott, vielleicht haben sie ja da schon Kanonen gehabt. Ne? Weiß man's? Fehlen da jetzt echt noch Fenster? Tatsache. Aber hat was. Hat was mit diesem Aufsatz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Ne, wir hätten es ja auch machen können wie hier. Ne? Aber das Problem ist halt dadurch, dass das... Obwohl, wir können es... Ich bin hin und her gerissen, ne? Und wir das hier nicht genauso machen wie hier. Weil hier kommt ja auch ein Turm hin. Also ist es ja eigentlich im Prinzip nicht offen. Ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das lasse ich nochmal so aus dem Bauch raus. Die Entscheidung. Hier möchte ich auch nicht komplett durchziehen, deswegen habe ich es nur bis hierhin gemacht, weil hier hätte ich ganz gerne noch ein kleines Haus. Na? Ah, jetzt schaut halt ein bisschen, schaut's halt raus. Ja. Ja, aber ist nicht schlimm.
Nochmal hätte ich jetzt, glaube ich, nicht den Nerv gehabt. Nee, nochmal hätte ich echt nicht den Nerv gehabt. Aber dann lassen wir hier noch so ein kleines Häuschen dran wumsen. Na, dann kriege ich das auch kaschiert, dass es hier immer nur zur Hälfte geht. Das funktioniert. Ja. Es wird auf jeden Fall. Ja, komm, das passt. Das passt. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, komm. Kann man so lassen. Gut, Kinders, dann würde ich sagen, an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Wir haben wieder eine Ecke geschafft. Na, und dann geht es jetzt immer schön Step by Step und langsam ja, an den hinteren Teil, aber erstmal hier den vorderen Teil noch fertig machen. Also, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Kommt mir gut rein in den Sonntag, na, in den ersten Advent. Und ja, schön Plätzchen essen. Also, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.